Hallo und herzlich willkommen zu der Videoserie zu Kreuztabellen. Mein Name ist Melanie und ich möchte dir in dieser Videoserie erklären, was eine Kreuztabelle ist, wie du selbst eine erstellst und wie du die Eintragungen einer Kreuztabelle interpretieren kannst. Zunächst werden wir kurz wiederholen, was du schon können solltest, damit du diesen Videos gut folgen kannst. Wie der Name Kreuztabelle schon verrät, werden wir uns hier mit Tabellen beschäftigen. Du solltest also schon wissen, was zum Beispiel Zeilen und Spalten einer Tabelle sind oder wie man die Werte aus einer Tabelle abliest. Wenn du dir hier noch unsicher bist, dann schau dir den Lernzyklus zu Daten in Tabellen an. Rechts oben findest du den Link. Des Weiteren solltest du dich gut mit absoluten und relativen Häufigkeiten auskennen, da wir diese immer wieder in unseren Kreuztabellen finden werden. Falls dir der Unterschied zwischen den beiden noch nicht ganz klar ist oder du dir noch nicht sicher im Umgang mit Häufigkeiten bist, dann empfehle ich dir den Lernzyklus zu Häufigkeiten. Den Link findest du wieder rechts oben in der Infobox. Wenn du diese Dinge beherrschst, dann können wir losstarten. Zuerst werden wir uns anhand eines Beispiels anschauen, was eine Kreuztabelle ist. In der letzten Schulwoche ist ein Ausflug für die Klassen 3a und 3b geplant. Frau Müller lässt die Klassen darüber abstimmen, ob sie lieber in ein Bad schwimmen gehen oder im Kino einen Film schauen würden. Dabei erhält sie folgende Ergebnisse. Die dargestellte Tabelle ist eine Kreuztabelle, auch Kontingenztafel genannt. Dieser kannst du nun einige Informationen entnehmen. So sehen wir hier die Anzahl aller Schülerinnen und Schüler, die an dem Ausflug teilnehmen, nämlich 48. Von den 48 Schülerinnen und Schülern wollen 27 lieber ins Kino, 21 lieber ins Schwimmbad. Wir können auch ablesen, dass 25 Schülerinnen und Schüler in die 3a und 23 Schülerinnen und Schüler in die 3b gehen. In der 3a will fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, nämlich 12 von den insgesamt 25 Schülerinnen und Schülern dieser Klasse, lieber ins Kino. Das erkennen wir hier. Hier kreuzt die Kinospalte die 3a-Zeile. Die angegebenen Zahlen, die wir in den Zellen dieser Tabelle finden, sind absolute Häufigkeiten. Um die Ergebnisse nochmal zu verdeutlichen und genau ablesen zu können, welche Klasse lieber welche Art von Ausflug hätte, berechnet sich Frau Müller nun noch die Prozentsätze der Schülerinnen und Schüler beider Klassen, die lieber ins Schwimmbad möchten. Sie berechnet sich nun also die relativen Häufigkeiten. 13 der insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler der 3a entspricht 13 durch 25 ist gleich 0,52 ist gleich 52%. 8 der insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler der 3b entspricht 8 durch 23, das sind rund 0,3478, also aufgerundet rund 35%. Der relative Anteil der Schülerinnen und Schüler, die lieber ins Bad wollen, ist also in der A-Klasse höher. Genauso könnte sich Frau Müller auch den relativen Anteil der jeweiligen Klassen jener Schülerinnen und Schüler, die lieber ins Kino wollen, oder die einzelnen Kombinationen von Klassenzugehörigkeit und Vorliebe fürs Ausflugsziel berechnen. So ergibt sich eine weitere Kreuztabelle. 12 der insgesamt 48 Schülerinnen und Schülern gehen in die 3a und wollen lieber ins Kino. Also 12 durch 48, das sind 0,25 oder gleich 25%. 13 der 48 Schülerinnen und Schüler gehen in die 3a und möchten lieber ins Schwimmbad. Wir rechnen also 13 durch 48. Das sind rund 0,2708, also rund 27%. Die Schülerinnen und Schüler der 3a machen 52% aller Schülerinnen und Schüler aus, die befragt wurden. Um die restlichen relativen Häufigkeiten zu berechnen, nehmen wir die absolute Häufigkeit dieser Zelle, in diesem Fall 15, und dividieren sie durch die Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler. So erhalten wir hier 31%.
Wenn wir das für die restlichen Zellen gleichermaßen ausrechnen, erhalten wir diese Tabelle. Das bedeutet also, dass zum Beispiel ca. 31% aller Schülerinnen und Schüler in die 3B gehen und gleichzeitig lieber ins Kino möchten. In der ersten Tabelle haben wir mit absoluten Häufigkeiten gearbeitet. Bei dieser ergeben die beiden Ränder zusammen den Wert 48, also die Anzahl aller Schülerinnen und Schüler, die an dem Ausflug teilnehmen. In der zweiten Tabelle haben wir mit relativen Häufigkeiten gearbeitet. Hier müssen die Ränder zusammen immer 100% ergeben. Fassen wir zusammen. Die Kreuztabelle, oder auch Kontingenztafel genannt, wird verwendet, um Datenmengen zu untersuchen. In dem Beispiel hatten wir als Daten die absoluten Häufigkeiten gegeben, also die Zahlen hier in den Zellen. Die Kreuztabelle wird auch dazu verwendet, den Zusammenhang von zwei Merkmalen darzustellen. Hier zwischen der Klasse, die die Schülerinnen und Schüler besuchen, und die beiden Auswahlmöglichkeiten Schwimmbad und Kino. Die Einträge einer Kreuztabelle sind Häufigkeiten und können sowohl absolute als auch relative Häufigkeiten sein. Jetzt weißt du, was eine Kreuztabelle ist. In dem nächsten Video, dem Basic-Video, werden wir uns genauer anschauen, wie man aus Textangaben die Einträge der Kreuztabelle herauslesen kann und wie man eine Kreuztabelle fertig ausfüllt, von der nur ein paar Einträge angegeben sind.